Du hast eh jetzt schon ein paar Mal auch Hallo und Willkommen, nicht? Ja. Welcher Zylinder ist der richtige für dich? Das zeige ich dir in diesem Video. Mittlerweile ist der Markt ja voll von verschiedenen Zylindern. Selbst ich kenne nicht mal alle, die es gibt, und es werden ständig mehr, mehr und noch mehr. Aber grundsätzlich kann man sagen, nicht alle Zylinder braucht es heutzutage noch. Viele haben veraltete Layouts oder sind seit 30 Jahren unverändert, gibt aber immer noch Liebhaber, die sowas haben wollen. Und ich will euch in diesem Video mal zeigen, welche Vorteile hat welcher Zylinder. Und dann auch, warum habe ich selber Zylinder gemacht, was der Grund dafür war. Weil es gibt ja irgendwie scheinbar alles schon, aber immer wieder sagen mir Leute, oh, warum kam da nicht schon früher einer drauf? Grundsätzlich unterscheidet man erstmal, wofür brauche ich den Zylinder oder den Motor? Will ich damit nur in die Eisdiele fahren? Will ich damit an die Adria fahren? Oder will ich die Welt umrunden? Oder fahre ich Rennen oder Beschleunigungsrennen? Das sind sehr große Unterschiede dann. Ich würde mal das Augenmerk heute auf die Straßenzylinder legen, weil für die Rennen ist einfach ein kleiner Teil nur oder kleiner Bereich der Fahrer, die das nutzen. Und da haben alle dann wieder einen anderen Geschmack, was sie da haben wollen. Grundsätzlich würde man sagen, kann man die grob unterteilen in Zylinder für mit ein- und mehrteilige Auslässe. Allein das spricht schon dafür, wie viel Leistung dann rauskommt. Bei Zweitakt ist es immer so, die Leistung wird fast nur über Drehzahlen geholt, wenn man im selben Hubraum bleibt. Mit mehr Hubraum holt man die Leistung wieder in frühere Drehzahlbereiche. Aber das ist immer mit Vor- und Nachteilen verbunden. Früher war ja Small Frame so, dass es hieß, das ist eine Drehzahlorgel, das fährt sich schlecht. Sind dauernd kaputt. Ich höre da immer wieder die wildesten Sachen. Genauso Drehschieber, Membraner. Gibt es auch wieder Liebhaber oder nicht, die das überhaupt nicht mögen. Ich zum Beispiel mache nur Membranmotoren. Ist auch erwiesen, dass die Leistung wesentlich mehr ist. Wird zwischen 20% und 50% sogar sagen. Je nachdem, wie gut der Drehschieber im Vergleich zum Membraner dann ist. Aber sprechen wir mal über verschiedene Hubraumklassen. Also bis es meinen Zylinder nicht gab, war man irgendwo bei 154, 160 Kubik begrenzt bei Small Frame Motoren, also Piaggio Motorblock. Und selbst da, wenn man über 150 Kubik ging oder sagen wir über 135 Kubik, musste man schon Gehäuse spindeln, musste man Kurbelwellgehäuse spindeln, fürs Zylinderhemd spindeln, teilweise auch aufschweißen, Motorblock planen und so weiter. Also mit sehr viel Aufwand verbunden. Und meistens, je mehr am Motorblock rumgemurkst, gedüftelt, gewerkelt wird, desto anfälliger werden die dann, dass auch es abbricht oder ein Loch entsteht beim Durchfräsen und so weiter. Darum, sagen wir mal, war das Limit so um die 135 Kubik. Meine Zylinder, die ich gerne früher fuhr, da habe ich mich immer auf einteilige Zylinder konzentriert, also 135 Kubik. Ich nenne jetzt keine Marken, aber mir war immer wichtig, da achtfach verschraubter Kopf, also viermal Stehbolzen und viermal zusätzlich. Ein Ansaugstutzen, der schön in den Rahmen passt, weil sonst muss man wieder alles zersägen und unendlich viel Arbeit. Was aber der Nachteil meistens ist, bei fast jedem Zylinder, der ein bisschen Leistung hat, muss man schon die Dichtfläche planen. Ansonsten hat man die Dichtlippe von der Zündung im Weg. Man kann das per Fräsmaschine machen oder vorsichtig per Hand. Aber selbst da habe ich auch bei Kunden gesehen, da wurde das einfach gemurkst und dann voll in die Dichtfläche gefräst. Und dann hat man schon wieder eine Stelle, wo potenziell Falschluft entstehen könnte. Und bei manchen Zylindern, wo man eben die Finne nicht entfernen muss, haben dann teilweise nur sehr wenig Leistung, veraltetes Layout, sagen wir seit 20, 30 Jahren unveränderte Zylinder. Heißt nicht, dass sie schlecht sind. Sind halt nicht mehr ganz up to date und haben halt dementsprechend nicht die Leistung von modernen Zylindern. Der 170er war die Antwort auf die Probleme, die der Zylinder hat, der andere Zylinder dies, der andere Zylinder das hat. Mich hat irgendetwas an jedem Zylinder gestört. Ich habe die Probleme, die die anderen hatten oder die aus meiner Sicht falschen Dinge eliminiert und alle in den Zylinder gepackt, um das einfach zu perfektionieren, um den Kunden jeglichen Stress im Aufbau zu ersparen. Wenn man dann bei 135 Kubik mit einteiligem Auslass um die 20 PS hatte, war man schon relativ gut bedient. Ich würde eher sagen zwischen 18 und 20 mit 30er Vergaser.
sowas eigentlich war ein sehr stimmiges Setup und auch meine Kunden waren da sehr angetan. Ich habe damals schon einige Motoren gebaut, parallel auch Drehzahlmotoren mit Zylindern mit dreiteiligen Auslass, da komme ich gleich zu. Aber die Resonanz kam immer, also positive Resonanz kam immer von den relativ schwächeren Motoren. Die hatten mehr Drehmoment im Vergleich zu PS, waren aber leistungsschwächer, wobei die aber einfach für den Alltag, für weitere Strecken viel angenehmer zum Fahren waren. Der eine Grund ist einmal, weil das Drehmoment sehr früh schon ansteht beim einteiligen Auslass, der hat weniger Spülverluste, somit rennen die auch sauberer, sind wesentlich unempfindlicher auf Temperaturschwankungen oder Witterungsumschwung. Genau dasselbe ist auch, wenn man den Pass hochfährt, die Luft wird ja immer dünner und der Vergaser fettet dann. Motor mit einteiligen Auslass, sofern der Vorauslass nicht übertrieben hoch ist, würde man sagen bis zu 30 Vorauslass, das wären 60 Grad Differenz von den Überströmern zu den Hauptauslass, dann fahren sich die relativ schön, auch in höhere Lagen dann. Oder man fährt vom Meer in die Alpen, hat man auch 120 Grad Unterschied oder um die Höhenmeter und sowas steckt eigentlich am Zylinder mit einteiligen Auslass besser weg. Ein Dreiteiler ist immer so eine Zicke, würde ich mal sagen. Meistens haben die Dreiteiler auch höheren Vorauslass, also weil die auch sportlicher gemacht sind. Es gibt eben, also Einteiler würde ich grundsätzlich sagen, sind fast alle für die Straße gebaut. Also wenige Zylinder am Markt sind nicht für die Straße gebaut. Alle anderen reine Straßenmotoren. Beim Dreiteiler würde ich eher sagen, 90% eher für die Rennstrecke geeignet oder dafür gebaut worden. Gibt dann sehr übertriebene Auslasskanäle bei Dreiteiler, wo man dann sagt, für die Straße unbrauchbar, weil einfach bis 7.000, 8.000 Umdrehungen gar nichts passiert und dann geht die Post ab. Solche Motoren sind richtig leistungsstark. Man fliegt fast ab, so stramm ziehen die nach vorne. Aber der Bereich, wo man sich auf der Straße normalerweise bewegt, also zu 90% würde ich mal sagen, ist bis 8.000. Also man schaltet auch früher, man fährt an der Ampel losfahren, gemütliches 80, 90, 100 km/h dahin, ist man immer früher dran. Und da haben die Motoren keine Leistung. Solche Motoren bin ich früher immer gefahren, liebend gerne gefahren. Aber auf Dauer machen die nicht mehr so Spaß. Der Drehmoment, das katapultiert halt einen nach vorne. Und man kann vor allem bei drehmomentstarken Motoren längere Getriebe fahren. Dadurch, der Roller läuft einfach konstanter. Man hat keine Vibrationen drinnen. Spritsparend. Man will ja nicht alle 50 Kilometer wieder tanken gehen. Man schont den Motor, also die Lager, die Kurbelwelle. Alle Bauteile werden geschont durch den niedrigeren Drehzahlbereich und nicht das dauernd hoch, runter schalten, Schaltklärung und so weiter. Alles wird dann geschont. Der andere Nachteil bei den Zylindern mit dreiteiligen Auslass, vor allem über 27, 28 Vorauslass, die lassen sich fast nicht mehr abstimmen. Man hat fast immer ein Vorräserloch drinnen, also gibt es sehr wenige Ausnahmen, wo das nicht ist. Das hat mich früher auch teilweise zum Verzweifeln gebracht, weil der Motor ab Reso super fein lief, aber drunter einfach immer ein kleiner Rotzer drin war, ein kleiner Spucker, irgendwas. Das ist am Anfang alles okay, aber irgendwann nervt einen das auch. Und immer wieder am Kunden meint, ja, der Vergaser stimmt nicht, da sollen wir nochmal ran. Und das war nur mit Problemen verbunden. Darum habe ich gesagt, ich baue eigentlich fast ausschließlich nur mehr einteilige Auslässe. Und seitdem bekomme ich nur mehr positive Resonanz. Alle sind happy. Problem ist so gut wie gar keine, die Vergaser laufen sauber. Es gibt manche, die sind sogar von der Leistung zurück, von 35 auf 25, was so jetzt so ein 170er von mir zum Beispiel macht. Und jetzt meinten die das beste Setup, das die je gefahren sind. Obwohl die eigentlich 10 PS weniger haben oder auch mit derselben Leistung hatten vorher einen dreiteiligen Auslass, 150 Kubik mit 25 PS. Aber nur 20 Newton, meiner macht 25 PS, fast 25 Newton. Das ist ein ganz anderes Fahrverhalten. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Auch wenn der andere 2-3 PS mehr hatte, fühlt sich so ein drehmomentstarker Motor fast stärker an. Wenn sich das schwächer anfühlt, ist es meistens so, dass das Getriebe wahrscheinlich länger ist und man merkt nur am KMH-Zähler, dass man wirklich schneller unterwegs ist wie der andere. Weil es einfach einen konstanten Schub hat. Und nicht das bissige, untenrum gar nichts und auf einmal schiebt es an. Einteiler geht schön konstant durch. Das macht einen das Gefühl, es ist stimmig.
Und das macht es so angenehm. Dreiteiler habe ich natürlich auch entwickelt oder gebaut, solche Zylinder. Einmal der relativ bekannte 250er, gibt es auch als 300er. Dann den 400er, haben alle dreiteilige Auslässe. Und jetzt ganz neu der 220er, also einmal gibt es den 205, 211 und 220 Kubik. Den gibt es mit ein- und dreiteiligen Auslass. Dazu komme ich beim anderen Video und erkläre das dann genauer nochmal. Ich habe hier einen Gusskern von einem Zylinder, also das ist ein Sandgusskern, der anschließend, also das, was jetzt Sand ist, ist nachher Luft im Zylinder, wer sowas noch nie gesehen hat. Und man sieht hier genau den dreiteiligen Auslass. Ein Hauptauslass und zwei Nebenauslässe. Die Zylinder, die drei hier haben, sind alle in dem den Konzept gemacht, hingegen der 170er hat nur einen zentralen Auslass. Den Zylinder, wie schon gesagt, gibt es in alle beiden Varianten, um für jeden was Passendes zu haben. Wenn man das hat es vorher auch noch nicht gegeben, dass einer einen direkten Vergleich gemacht hat. Identische Steuerzeiten, identischer Zylinder, identischer Auspuff, nur ein- und dreiteiliger Auslass. Sowas habe ich hier gemacht und zeige ich euch auch im anderen Video im Leistungsdiagramm. So sieht ein Zylinder dann eben innen aus. Die Überströmer, hier ist der Membraneinlass und das simuliert hier einfach nur den Kolben oder simuliert das einfach nur der Kern, der alles zusammenhält beim Gießen. Ich will jetzt nicht zu genau in die Kanäle drauf eingehen, weil es ist für die meisten wahrscheinlich eh Hokuspokus. Ich würde mal sagen, nicht die Menge an Überströmkanälen macht es aus, sondern wie die gestaltet sind. In den 80er Jahren, oder ja, 80er Jahren würde man sagen, Motocross-Bereich, Kartbereich, war mal Trend, sehr viele Überströmkanäle zu machen, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung. Aber der moderne Zylinder, den uns eigentlich Aprilia vorgegeben hat, Honda auch ein bisschen, besteht aus 5 Überströmkanälen. Und das hat sich bis heute durchgesetzt. Sieht manchmal nach ja, weniger Löchern aus, aber die sind genau richtig angeordnet und das macht einen Zylinder eigentlich, oder macht den Zylinder aus. Man kann nicht sagen, der mit 8 Kanälen läuft besser wie der mit 3 Kanälen. Und man kann nicht sagen, der 5 Kanäle passt, geht besser der mit 8. Das hängt alles von der Kanalgestaltung aus, wobei sich das 5 Kanal, also 4 Überströmer und ein Boostboard durchgesetzt hat. Und ich mache eigentlich, wenn es nicht vom Einlass oder irgendwie anders limitiert wird, mache ich 5 und sonst mache ich 6. Ich mache einen doppelten Einlass. Manchmal ist der Kolbenring in der kritischen Position oder der Steg im Einlass. Beim direkt gesaugten Zylinder ist das ja auch wieder so eine Sache, die da alles ein bisschen beeinflusst. Und in der Vespa ist es ja meistens so, man muss das irgendwie unter die Haube kriegen oder zwischen die Stehbolzen rein. Und das beschränkt dann auch wieder das Kanallayout. Wobei mittlerweile die Vespa-Zylinder einer der besten Zylinder für Motorräder grundsätzlich sind. Roller-Automatik-Szene ist auch sehr stark, aber am meisten wird halt in der Vespa-Szene entwickelt, würde ich mal sagen. Es gibt wahrscheinlich keinen Roller oder kein Fahrzeug auf der Welt, wo es mehr Tuning oder Umbaumöglichkeiten gibt wie Vespa. Also das ist so umfangreich und aktuell fühlt sich so an, als gäbe es da gar kein Ende drinnen. Also es geht weiter und weiter und weiter. Ein anderes Aspekt noch sind die Auspuffanlagen zu den Zylindern. Die gibt es ja auch wie Sand am Meer und der eine hat die Vorteile, der andere hat jene Vorteile. Aber man muss da für sich den richtigen finden. Ich pasche jetzt. Will man einen Drehzahlmotor, will man einen Drehmomentmotor, will man, sagen wir, ja, einen Allrounder, der alles ein bisschen kann, gibt es auch mittlerweile gute Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Blechstärken. Oh, es gibt so viel, können wir jetzt wahrscheinlich noch 3 Videos drehen, allein an Auspuffanlagen. Ich will aber heute eher auf Zylinder drauf eingehen und hier zu erwähnen, es gibt verschiedene Lochstiche. Ich habe bei diesem Zylinder 56 mm gewählt. Dadurch kann jeder Smallframe-Motor, jeder Smallframe-Auspuff hier angepasst werden. Und ich habe nur einen 32 mm, also ein 32 mm Loch gemacht. Das hat damit zu tun, dass sich die Strömungsgeschwindigkeit erhöht. Also vom Einlasszylinder zum Auspuff hin wird die Strömung schneller und das verhilft dem Motor an Leistung, Drehmoment, Drehzahlen und so weiter. Kann alles Mögliche, ist dann individuell. Definitiv bei Zylindern kann man sagen, nicht immer ist größer besser. Dasselbe auch bei den Überströmern. Viele fräsen hier maximal auf, schweißen am Gehäuse noch rum und am Ende wäre es wahrscheinlich selber gewesen, hätten sie es einfach nur drauf gesteckt. Ich habe das gemacht, wo ich
bei relativ großen Überstürmern den einfach nur aufs Originalgehäuse gesteckt hat. Das war am Ende der beste Unterschied. Und da habe ich Sepp Benibel aufgefräst. Dieser Zylinder hier hat halt da genau was Spezielles und das erkläre ich euch im anderen Video. Also wem dann die Leistung von 170 Kubik, das aktuell so fast das Größte für den Piaggio Motorblock ist oder auch für den Sepp Motorblock, habe ich jetzt was Größeres gebaut. Ich hatte schon zwar was Größeres, also den 250er, 300er und 400er, aber die sind einfach zu extrem für die breite Menge. Auch sehr zickig aufgrund des Auslasses oder des Layouts. Die werfen zwar unendlich viel Leistung ab, aber sind großteils für die Straße dann nicht mehr optimal. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht mehr Trend, so einen krassen Motor zu haben. Einmal ist auch die Lautstärke, die solche Motoren machen. Mehr Leistung heißt auch meistens mehr Lautstärke oder höhere Lautstärke. Nicht immer, aber ich würde mal sagen, je mehr Leistung, desto lauter wird's. Auch der Hubraum hat damit was zu tun. Und darum habe ich jetzt eben den 220er bzw. 205er, 211er gemacht. Wem sowas nicht genug ist mit zwischen 25 und 30 PS, wollte ich jetzt sowas bieten. Der Zylinder hier passt auf das Quattrini-Motorgehäuse oder meines, das ich zusammen mit Fabri Racing gemacht habe. Der Motor bei einteiligem Auslass macht um die 35 PS und mit Dreiteiler ca. 40 PS. Und damit sollte man eigentlich jeden Straßenmotor schnell genug bekommen. Klar kann man auch mit 50 PS fahren, aber die sind in der Handhabung einfach nicht mehr angenehm. Die Vergaserbedüsung ändert sich bei 200 Höhenmeter schon und hast einen Witterumschwung von 10 Grad, laufen die einfach nicht mehr gut. Ich hatte jetzt der Zylinder kommt Mitte 2024 am Markt, ist bereits in Test. Ich fuhr da auch schon ein paar Pässe mit, also ich bin positiv überrascht. Vor allem das Huben, also das gleichmäßige Drehzahlband. Man ist immer kontrollierbar, das Vorderrad bleibt unten. Klar fahre ich speziell das Getriebe erster, zweiter lang, damit es bestmöglich funktioniert. Aber das ist aktuell, finde ich, ein Maß der Dinge, was an Leistung, dass man maximal an den Small Frames fahren sollte. Also um die höchsten 40 PS. Ich finde sogar 35 PS 40 schöner. Der macht eben 35 PS. 35 Newtonmeter oder vielleicht sogar ein bisschen mehr PS und das ist eigentlich so das Nonplusultra. Was da noch dazu zu sagen ist, Drehmoment und PS, viele sehen immer nur die PS-Zahl, PS, 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 aber das sagt eigentlich vom Motor gar nicht viel aus. Man kann mit 100 Kubik 25 PS haben, aber so ein 25 PS 100 Kubik Motor wird wahrscheinlich nur 15 Newtonmeter haben. Hingegen, wenn man 15 PS 15 Newtonmeter hat, dann fährt sich das immer schön. Wenn man die Newtonmeter gleich auf mit dem Drehmoment hat, egal ob 25 25, 40 40, sowas fährt sich immer rund. Das ist zwar nie der schnellste Motor, aber der Motor, der einen wahrscheinlich eher wieder nach Hause bringt, den man langfristig Spaß hat und meistens auch stressbefreit. Sieht man bei dem, das ist ein gutes Beispiel, kommt super gut an, gibt mittlerweile über schon 1000 Motoren von dem. Ich bekomme eigentlich nur positive Resonanz. Der steht noch aus, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch in die Hinsicht gut angenommen wird. So, ich hoffe, ich habe euch auf die Sprünge geholfen in Sachen Frage, welcher Zylinder. Es folgen jetzt noch zwei weitere Videos, indem ich noch mal genauer auf den 170er drauf eingehe und meinen 220er. Und falls irgendwelche Fragen sind, schreibt sie in die Kommentare.